Ah, jetzt kann ich mich frei bewegen. Also hier sollen wir uns morgen treffen. Ich guck gleich mal rein hier. Das sieht auch wieder schön aus hier, ne? Oh, hier schrubbt jemand. Hallo. Oh, da seid ihr ja. Moraine findet also endlich, dass ihr bereit seid. Anscheinend. Oh, ist das eine. Ist das eine. Ja, ist eine Leiter. Okay, da oben ist nichts. Also hier sollen wir uns dann morgen früh einfinden. In seine Gemächer dürfen wir nicht rein, das probiere ich doch direkt mal. Ah, es hat natürlich ein Schloss davor. Alles, was ich nicht darf, muss ich immer gleich erstmal ausprobieren. Hallöchen. Ich weiß noch, wer Erlina und Burggraves in eurem Alter waren. Sie liefen ständig rum. Uff, ich fühle mich alt. Das war eine Oma. Habe ich gar nicht erkannt. In der High-End-Grafik. Na, nicht lustig machen drüber. Grundlagen des Nähens. Volle Begeisterung. Ah, hier kann ich nochmal speichern. Ist ja bisher so viel Gefährliches passiert. Ja, Hogwarts, weißt du? Das Spiel habe ich übrigens auch da, Hogwarts Legacy, ne? Können wir auch irgendwann mal noch spielen. Das ist schon so ein bisschen Hogwarts. Geht ja darum, dass das hier so eine Magieschule ist. Aber wo soll ich mich denn jetzt zum Schlafen legen hier? Hier in das Bett da hinten oder so? Soll ich mir jetzt aussuchen? Ich denke, dieses Bett ist für mich. Suchen wir deins. Muss ich auf der anderen Seite vielleicht schlafen? Guck mal hier. Schlafen gehen? Ja. Also ist bisher niedlich gemacht. Der Hintergrundsound gefällt mir auch ziemlich gut. Mal gucken, was aus der Geschichte wird. Am nächsten Morgen im Übungsraum. Guten Morgen, Leute. Burggraves. Du wirst uns also lehren? Schön wär's. Erlina und ich brechen morgen auf. Doch der Direktor gab uns netterweise die Gelegenheit, euch den ersten Tag zu versüßen. Seid ihr bereit fürs Training? Müssen wir jetzt nehmen? Allerdings. Das höre ich gerne. Ich schätze, diese hier sind für euch beide gerade richtig. Zahle hat Übungsschwert erhalten. Valerie hat Übungsstab erhalten. Also gut, an die Arbeit. Was machen wir jetzt? Kloppen wir uns jetzt? Oder rennen wir bloß im Kreis? Ach, wir sind beim Ausdauertraining. Keuch, keuch. Du schaffst das, Valerie. Gib jetzt bloß nicht auf. Niemals. Vollgas. Leiter hoch und runter klettern ist Training, ja? Komm schon, Sale. Halt dich ran. Ich kann das. Oh, habe ich gestern schon vorbildlich trainiert. Vor Schlafen gehen. Ja? So sehen. 99, 100. Genau, 100 Liegestütze. Hast du das schon mal gemacht? Das war's für heute. Gut gemacht. Puh. Das war heftig. Macht ruhig mal eine Pause. Erlina erwartet euch auf der Terrasse, sobald ihr bereit seid. Auf der Terrasse. Woher soll ich wissen, wo die Terrasse ist? Also hier ist nichts mehr. Terrasse? Ist das eine Terrasse? Ist keine Terrasse. Ja, ja, draußen. Schon klar, dass eine Terrasse draußen ist. Aber wo draußen? Hier. Oh, da seid ihr ja. Bereit, ein wenig Magie zu lernen? Ihr sollt eine Art Gefühl spüren können, das sich fernab eures Körpers befindet. Konzentriert euch auf das Gefühl und versucht es zu erreichen. Ich glaube, es funktioniert. Hey, du hast mich erschreckt. Ich hatte es beinahe. Jetzt ist meins auch weg. Schon okay. Atmet langsam. Oh, ein Schluck trinken ja so bei so viel Lesen. Ah.
Setzt es erst frei, wenn ihr es unmittelbar vor euch spürt. Wenn ihr den Zeitpunkt erwischt, zeigt es sich auf 3. 1, 2, 3! Ich glaube, ich hab's gefühlt. Es kitzelt! Ganz genau, das war bereits der schwierigste Teil. Ich bin sicher, eure Ausbildung wird gut laufen. Aber eine Sache noch. Egal, was der Direktor euch beibringt, denkt daran, es ist euer Leben. Und Arena! Am Anfang hatte doch einen Skill mit Feuer gehabt und nun? Naja, hatte, also unser Charakter, der Sail, den wir genommen haben, der hatte so eine Sonne. Ich glaube, es war, hieß auch irgendwas mit Sonnenangriff, irgendwas. Kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Nachdem du mit der Einführung unserer neuen Rekruten in die Grundlagen der Magie fertig bist, möchte ich euch eure nächste Mission erklären. Eine Mission? Jetzt schon? Ihr beide solltet euch inzwischen mal mit der Nähausrüstung vertraut machen. Geh jetzt! Oh, jetzt müssen wir doch nähen. Und ein magisches Stück Stoff erschaffen, das selbst der Sterne würdig ist, klingt anstrengend. Ja, keine Ahnung, was ich da nähen soll. Der Direktor meinte immer, wir würden es beim ersten Mal sowieso nicht hinbekommen. Ist das nicht, auch oh, das ist doch, ist das nicht, das ist doch nicht nähen, oder? Das ist doch so eine Maschine, wo man Stoff webt. Das ist doch weben. Tja, mir ist langweilig. Das ist doch eine Webmaschine. Selbst in der Pixelgrafik erkenne ich das. Mir ist langweilig, ja. Und jetzt? Das sagst du immer wieder. Aber der Flashmancer hat unsere Welt für immer verlassen, als der Eremit der Zwietracht zerstört wurde. Deshalb dauert es immer mit den Nähen Jahre. Das stimmt wohl. Das sagst du immer wieder. Ach ja, wieso können sie also kein normales Leben führen? Schnuffelkommander, übrigens herzlich willkommen. Du weißt, dass wir auch den auf der Gespensterinsel vernichten können. Wir brauchen sie nicht. Geduld, Alina. Niemand weiß, welche Bedrohung die Zukunft bereithält. Sail und Valerie wurden vom großen Adler nach Mooncradle gebracht. Der Direktor hat solche Dinge nicht zu hinterfragen. Du ebenso wenig. Sieh mal, uns werden die Kinder vom Storch gebracht und hier vom Adler. Schon allein deswegen sind die echt cool. Aber wann ist es genug? Was ist mit Moyara? Was ist mit den Zwillingen? Borgraves, beurteile keine Opfer, das du nicht mit geringsten verstehen kannst. Dieses Gespräch ist beendet. Sie werden hier studieren, während ihr eure Suche fortsetzt. Bei der ersten Sonnenfinsternis, nach Abschluss ihrer Ausbildung, werden sie mit uns die Läuterung durchführen. Findet bis dahin so viel wie möglich heraus. Aber gehen wir einfach, Borgraves. Was für eine Läuterung denn genau? Ich bin gespannt. Aber ich denke, das vergehen ja jetzt erstmal Jahre, ne? Und so trainiert und nähten sie tagelang, monatelang. Ja. Wird man sehen, genau. Schneller! Konzentrieren und freisetzen! Also sie hätte dann auch so eine Art, sie hätte dann eine andere Magie gehabt. Ich denke mal, dass er ist so ein bisschen so im Feuerbereich. Oder warte mal, Sonne und Mond wahrscheinlich, ne? Sie ist ja so bläulich. Ich glaube, sie macht die Mondkräfte. Und er die Sonnenkräfte. Je länger ein Eremit sich selbst überlassen ist, desto stärker wird er. Deshalb sind Patrouillen so wichtig. Wenn man einen von ihnen zu lange wachsen lässt, bekommt man es mit einem Weltenfresser zu tun. Ach du Scheiße. Gegen einen solchen Feind wäre selbst eine Legion von Kriegern der Sonnenwende machtlos.
Das heißt, wir werden ganz sicher in diesem Spiel noch einen bekämpfen. Nachdem ein Aufschub die Chance für das Entstehen eines Weltenfressers begünstigt, haben Läuterungen jeweils die stärksten Eremiten zum Ziel. Direktor, wenn Eremiten gegen unsere Magie immun sind, wie können wir sie dann bekämpfen? Deshalb werden Läuterungen stets während einer totalen Sonnenfinsternis durchgeführt. Nur in diesen Momenten offenbart sich die Schwäche der Eremiten. Wie viele Eremiten gibt es noch? Nur einen, der als Eremit des Kummers bekannt ist. Aber sicher wissen wir es nicht. Der Flashmancer könnte durchaus weitere Daten des Bösen gesät haben, ehe er unsere Welt verließ. Wir müssen also stets wachsam sein. Also der Flashmancer ist anscheinend ein Wesen, was nicht unbedingt nur auf diesem Planeten ist, oder was? Direktor. Ja, Sail. Was geschehen mit den Eremiten der Zwietracht? Und wer ist Moyara? Das wäre für heute alles. Das will er uns nicht sagen, ja. Einige Wochen später, als in der Nacht ein Geräusch ertönte. Oho, da hat jemand geklopft. Sail, wach auf! Wunderpunkt, ja, ja. Aber anscheinend, aber er hat ihn ja belauscht. Ich glaube, das war auch etwas, was er gehört hat, als er ihn belauscht hat. Das hat er uns nie erzählt. Deswegen wird er ablenken. Irgendwas ist im Argen. Valerie, was ist denn? Ich glaube, ich habe am Eingang eine Stimme gehört. Wie spät ist es? Ist doch egal. Los, sehen wir uns das an. Na gut. Hat er eine Stimme gehört? Am Eingang. Ach ja, hier oben raus. Warte mal, da speichere ich doch lieber vorher nochmal, bevor ich mir das Ganze nochmal geben muss. Nur weil ich wieder verkacke. So. Wo wollen wir denn hin? Raus? Ja, ein bisschen Feuer. Oh, da liegt irgendwas, ne? Hey, sieh mal. Was ist das? Eine Flasche und ein Brief? Oh, riecht gut. Ein Weinchen, ne? Da ist eine Botschaft. Liebe Sail und Valerie, wenn ihr das lest, haben sie mich vermutlich erwischt. Das hier ist nur eine Art Versicherung. Ich hoffe, euch bald sehen zu können. Ich habe Kekse mit himmelsweiten Marmelade für euch gemacht. Ach, so ein Schatz, der Kleine. Och, lies weiter. Ich tue alles, was ich kann, um bei eurem Abschluss bereit zu sein. In der Zwischenzeit viel Erfolg bei der Ausbildung. Ups, jetzt ist die Plattform fast oben und ich sehe, dass Moraine mich erwartet. Er sieht sehr wütend aus. Ich versuche, das Glas zu deponieren, ohne dass er es merkt. Vermutlich kann ich keine weiteren Besuchsversuche wagen, aber ich denke jeden Tag an euch und kann es kaum erwarten. Hoffentlich mögt ihr die Kekse. Euer Freund bis in alle Ewigkeit. Der Gaul. Gaul ist der Beste. Steigen wir zur Scheibe hoch und essen die Kekse dort. Was ist denn die Scheibe? Bester Mann, ja. Einfach mal die Kekse vorbeigebracht. Das ist ein echter Bro. Den können wir ja auch nicht vergessen. Diese Kekse sind der Hammer. Gaul, der Käfer, wurde nicht gefragt. Genau. Ich glaube einfach nicht, dass Gaul hier war. Ich vermisse ihn so sehr. Immerhin scheint es ihm gut zu gehen, nach dem, was in der verbotenen Höhle passiert ist. Stimmt, er hat ja sein Auge verloren, ne? Das arme Schwein. Wahrscheinlich könnte er schon am Tag darauf wieder lächeln. Aber sah auch nicht so aus, müssen wir auch mal kurz ehrlich sein, ne? Sah nicht so aus, obwohl er sein Auge verloren hat, als ob der hier eingeplant war bei diesem Training hier oben, ne? Ich glaube, der wurde nicht zurückgelassen, weil er sein Auge verloren hat. Haha, du hast vermutlich recht. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn wir so weitermachen, werden wir nie etwas nähen, das für den Ältesten des Nebels gut genug ist. Es wird passieren. Wir müssen nur hart weiter trainieren.
Aber schön weiter Liegestütze machen. Und Sit-Ups. Vor allem sie macht immer nur Sit-Ups, er macht immer nur Liegestütze. Der hat bald übelste Arme und sie einfach nur Bauchmuskeln. So trainierten und nähten sie jahrelang. Karl ist ein Muckel. Genau. Und dann trainierten und nähten sie noch etwas mehr. Und noch mehr und noch mehr. Guck mal, ihre Haare sind gewachsen. Bis eines Tages. Ja, wahrscheinlich machen die ganze Zeit lang das Falsche. Die sollen nähen, gehen aber an die Webmaschine und deswegen kommen die einfach nicht voran. Jetzt sind schon Jahre vergangen und die haben immer noch nicht kapiert, dass sie nähen sollen und nicht weben. Was soll man machen? Jetzt sitzen sie da. Hey, das ist es. Ich kann es auch fühlen. Warte mal. Boah, ein Licht. Alles klar, ich hab's auch. Los, gehen wir zum Direktor. Ja. Gehen wir zum Direktor. Jetzt ist das dieses Tuch, was wir vorhin gedacht haben, dass es ein Schwanz ist, den er hat. Das ist das Tuch wahrscheinlich, was er da hinten an seine Hose gebunden hat oder so. Was sie hier gewebt hat. Das ist ein Lappen, genau. Moment. Gerade die Schrift im Weg, ich kann gerade nicht lesen. Ist ein bisschen, die Schrift von dem Spiel ist meistens genau da, wo der Text auftaucht, wenn jemand schreibt. Deswegen muss ich manchmal kurz warten, also nicht wundern. Direktor, ich denke, wir sind bereit. Aber ja, das mag ich. Das magische Prickeln in der Luft nimmt schon seit einigen Wochen stetig zu. Glückwunsch! Von nun an wird keine weiteren Nähen nötig sein. Das ist schon mal gut. Bald ist es Zeit für euch, die Reise zum Ältesten des Nebels anzutreten. Bevor es allerdings dazu kommt, wartet noch eine Aufgabe in der Zenith Akademie. Oh, unsere Besucher sind eingetroffen. Perfektes Timing! Oh, wie stark ihr beide geworden seid. Hey, schön euch zu sehen. Alina und Borgraves, werdet mit euch nochmal die Grundlagen des Kämpfens durchgehen. Entstauben und durchwischen. Ganz genau. Das ist vielleicht ihre Zukunft, ne? Vielleicht sollen sie einfach bloß putzen. Geschichte vorbei. Meldet euch bei ihnen, dann kann ja eure letzte Prüfung beginnen. Okay, letzte Prüfung. Jetzt kommt's auf alles. Bei wem soll ich das melden? Willst du dir die Kampfgrundlagen erneut ansehen? Ich habe nie irgendwelche Grundlagen eigentlich bekommen. Die haben mir ja eigentlich nichts erklärt. Die haben mich immer nur Liegestütze machen lassen. Beginnen wir. Greife mich in einer beliebigen Reihenfolge an. Nutze um die verfügbaren Charaktere durchzuschalten. Gruppenmitglieder können ihren Zug in der Reihenfolge deiner Wahl ausführen. Jedoch nur einmal pro Runde. Ist bei all deinen Gruppenmitgliedern die Abklingzeit aktiv, wird die Runde zurückgesetzt. Danach sind alle erneut verfügbar. Also ganz klassisches Final Fantasy Style Kampfsystem. Oh, sie ist stärker als er. 14 gemacht. Gut. Konzentration ist beim Vollführen von Angriffen oder Skills essentiell. Mit dem richtigen Timing erhöht sich der verursachte Schaden, dazu landest du mitunter zusätzliche Treffer. Legen wir los. Drücke zum Zeitpunkt des Treffers X, um den Schaden zu erhöhen. Aha. Mach mal eine Combo. Wie soll ich eine Combo machen? Combo geht nicht, es ist noch grau untermalt. Bringen wir jetzt erstmal nach und nach alles bei. Jetzt weiß ich, was du meintest. So, Angriff. Und während ein Angriffs, dann X. Alles ist gut. Das war zu früh. Konzentrier dich und drücke im Moment des Treffers. Das ist ja gut. Also gleich zweimal angedrückt. Gut, probieren wir das nochmal. Autsch! Ja, das ist die Quintessenz. Der Großteil deiner Angriffe und Zauber wird durch perfektes Timing verstärkt. Manchmal landest du auch Zusatztreffer, bis du dein Ziel verfehlst. Betrachte Timing-Treffer eher als willkommene Ergänzung und nicht als etwas, das dir die ganze Zeit über perfekt gelingen sollte.
Ja, ganz ehrlich, ne? Bei den Final Fantasies früher habe ich das immer probiert, weil ich gedacht habe, es bringt irgendwas genau X zu drücken, wenn du einen Treffer machst. Eigentlich eine coole Idee, dass sie das reingemacht haben. Okay, kommen wir jetzt zum Timing deiner Blocks. Holen wir den kleinen Kerl herein. Wer ist denn der kleine Kerl? Um effizient zu kämpfen, musst du aufmerksam auf Bewegungen in deinem Umfeld achten. Mit dem richtigen Timing kannst du den Schaden von feindlichen Angriffen oder Zaubern mit Blocks abwehren. Mach dich bereit. Und drücke zum Zeitpunkt des Treffers, um den Schaden zu reduzieren. Das war zu früh. Ich glaube, ich habe richtig einen auf die Arme gekriegt. Das war zu früh, ja. Das war zu spät. Aber ich habe ja noch ein paar Lebenspunkte. Es kann manchmal schwierig sein. Hier werde ich dir helfen. Okay. Jetzt! Toll! Gut, probieren wir das nochmal. Mal, ich. Das ist eine Millisekunde zu spät, ich sag's dir. Das ist gar nicht so einfach. Ah ja, jetzt habe ich auch genau da gedrückt. Ja. Mach weiter. Ah, sie kann das. Es kann manchmal schwierig sein. Hier, ich werde dir helfen. Hier, wieso? Ja, Fokus ist nicht so einfach, kriegst du hin. So macht man das. Bleib stets aufmerksam. Manche Muster sind schwerer zu interpretieren als andere und es braucht möglicherweise mehrere Blocks. Geht nicht zu hart mit dir ins Gericht. Niemand erwartet, dass du allen Angriffen blocken kannst. Es geht nicht darum, ständig perfekt zu blocken, sondern ein Gespür dafür zu entwickeln. Betrachte Timing Blocks eher als willkommene Ergänzung, wenn sie dir gelingen. Das Wichtigste ist es, deine Feinde zu beobachten und es zu versuchen. Oh, eine Sache noch. Oh, 1000. Wenn ein Gruppenmitglied im Kampf ausgenockt wird, musst du eine defensive Herangehensweise wählen. Das ist perfekt, um etwas zu erklären, haust du erstmal jemanden komplett in die Versenkung. Ausgenockte Verbündete stehen von selbst mit 50% Leben auf, sobald alle K.O.-Sterne verschwunden sind. Ah, verstehe. Am Ende jeder Runde wird ein K.O.-Stern entfernt. Je öfter du mit selben Kampf zu Boden gehst, desto mehr K.O.-Sterne gibt es. Ah. Sei also vorsichtig. Also, desto öfter du ausgenockt wirst und nichts mit einfach mal wiederbeleben oder was? Vielleicht gibt es ja doch noch Möglichkeiten. Eine Sekunde. So, Entschuldigung, ich hatte einen Frosch im Hals. Wenn alle Gruppenmitglieder ausgenockt werden, ist das Spiel vorbei. Ganz klassisch. Kämpfe und überlebe, bis Valerie zurückkehrt. Also mit dem Angriff kriege ich ganz gut hin. Ah! Jetzt habe ich es nicht hingekriegt. Valerie ist zurück. Und da haben wir es. Das war gute Arbeit. Ich bin sicher, die Prüfung wird ein Klacks. Aber solange ich in der Prüfung nicht blocken muss, glaube ich. Also, jetzt müssen wir mit ihr. Bereit, die Grundlagen der Magie zu erlernen. Na, jetzt geht's aber los hier. Wenn Feinde Zauber vorbereiten, musst du alles daran setzen, diese zu verhindern. Wenn du auf deine Sinne vertraust, kannst du jeden Schadensarten nutzen, die ihre Konzentrationsphase unterbrechen. Einfachere Zauber können mit normalen Angriffen verhindert werden. Valerie kann stumpfen? Seelisch Schlitzerschaden verursachen. Versucht jetzt, diesen hier zu brechen. Ich soll was brechen? Also, ich mach die jetzt weg sozusagen, ja. Genauso. Einige Zauber müssen mit Magieschaden durchbrochen werden. Du kannst die Geschosse kontrollieren. Probiere es also aus. Sail übernimmt Sonne. Valerie Mode. Okay.
Das heißt, ich mache jetzt Skill, den Sonnenball. Gedrückt halten. Und sie macht Moondragon. Oh, sah ganz cool aus. Gut gemacht. Nun spürst du, dass deine MP niedrig sind, richtig? Um die Intensität im Gefecht beizubehalten, musst du unbedingt MP regenerieren. Stocken wir sie ein wenig auf. Attackiere mich jetzt mit einem normalen Angriff. Hast du das gespürt? Durch deinen Angriff hast du ein wenig MP zurückbekommen. Im Kampf ist Aufmerksamkeit der Schlüssel zum Sieg. Du musst deine Zauber mit normalen Angriffen kombinieren, damit dir nicht im falschen Moment die MP ausgehen und du in der Klemme steckst. Im Gegensatz dazu solltest du nicht zögern, Zauber zu wirken, wenn du viel MP hast, da ein normaler Angriff bei vollem Balken vergeudete Regeneration wäre. Das Wichtigste ist es, zum Experimentieren die Aktionen zu variieren und für jeden Kampf den richtigen Rhythmus zu finden. Eine Sache noch. Alle Kampfaktionen, vor allem das Knacken von Schlössern, generiert Kombo-Energie. Knacken von Schlössern? Wenn du genug davon hast, kannst du mit Kombo-Punkten mächtige Aktionen vollführen. Kombos kosten keine MP und gehen nach einem Kampf verloren. Zögere also nicht, sie einzusetzen. Moraine meinte, du hättest einen ersten Kombo-Angriff erdacht. Zeig ihn mir. Sonnenwendenschlag. Ja, ihr seid wirklich stark. Also eine Kombination beinhaltet halt mehrere Mitglieder und je nachdem, welche Mitglieder man drin hat, hat man vielleicht unterschiedliche Kombinationen. Vielleicht gibt es ein paar echt coole. Da muss ich schon herausfinden. Halte bei einem Abenteuer die Augen offen. Du wirst unterwegs Schriftrollen finden, mit denen du weitere Kombos lernen kannst. Viel Glück bei der Prüfung. Du wirst dich sicher gut schlagen. Moraine wartet mit der letzten Prüfung. Ihr werdet sie bestimmt bestehen. Moraine. Wer ist denn Moraine und wo ist Moraine? Bist du Moraine? Nein, du bist eine Dorfbewohnerin. Ich entstamme einer langen Linie privilegierter Leute, die das Glück hatten, direkt in der Akademie dienen zu dürfen. Der Alte? Der Alte hieß Moraine, der wurde immer nur mit Direktor angesprochen. Okay, ist Direktor Moraine. Dankeschön. Ihr seid also bereit für die letzte Prüfung. Wir sind bereit. Let's go! Danach lasst uns beginnen. Lachst du mich schon hier aus, Duse? Der große Tag ist gekommen. Im Laufe der Jahre hat euch die Zenith Academy in vielerlei Hinsicht geprüft. Nun werde ich euch ein letztes Mal prüfen. Habt ihr euren Eid vorbereitet? Ja, der Altor. Dann sprecht ihn nun. Du zuerst, Sale. Aber okay. Schiebt sie mich einfach vor, ey. Ich gelobe, mit flinker Hand die Welt zu läutern und meine Gefährten zu schützen, wenn ich die Welt als Klingentänzer beschreite. Ich wähle die gekrümmte Klinge, da sie Tempo und Reflexe begünstigt. Willkommen, Klingentänzer. Komm schon, Valerie. Ich bin fertig. Du bist dran. Ich gelobe, mit starker Hand Hoffnung zu beflügeln und Böses zu tilgen, wenn ich die Welt als Kampfmönchin beschreite. Ich wähle den Stab, der selbst die härtesten Schläge erdulden wird. Willkommen, Kampfmönchin. Kampfmönche ist eigentlich auch cool. Heute müsst ihr eure in der Zenith Academy erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die letzte Herausforderung erwartet euch unten. Tretet bitte beiseite. Lope mit meinem Zauberlappen die Welt abzustauben. Ja, genau. Dazu haben wir ihn gemacht. Oh, ehe ich es vergesse, ihr habt hier etwas, womit ihr gesund bleibt. Meine Güte. Tomaten-Sandwich erhalten. Alle essen hier immer nur Tomaten-Sandwiches. Gibt's hier nichts Normales?
Nun, da ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt und mit euren Taten ein Ziel verfolgt, geht den letzten Schritt und kehrt als neue Rekruten unseres Ordens zurück. Ich bin bereit, Sale. Tun wir es einfach. Weil jetzt hüpfen oder was? Oh Gott. Oh Gott. Als ob das bloß so plupp macht, wenn du da aus so einer Höhe ins Wasser springst. Als ob. Heißt ja Magie im Spiel, ja, das wissen wir doch alle. Ist doch Magie im Spiel. Weißt du, hier komme ich nicht durch. Muss ich da nicht durch? Ich kann auch hier hochgehen, oder? Ah! Was sieht man an? Looten? Wo gibt's den Loot? Hast du Loot gesehen? Oh Gott! Keksdose! Die ist ja leer. Kann ich nicht nehmen. Ah, links die Kiste. Stimmt, hast recht. Kunstvoller Stein gefunden. Ja, da bin ich ja ganz angetan von der ganzen Kunst. Und nun? Okay, mal schauen. Hier oben gibt es anscheinend nichts mehr. Ja, auch nicht. So was muss ich den Lootkönig sagen. Dem Lootgeier passt eher. Dem Lootgeier. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Mal schauen. Habe ich irgendwas übersehen? Hier, also hier unten ist definitiv nichts. Hier oben sehe ich aber jetzt aber auch keinen Durchgang oder irgendwas. Kann ich hier in der Mitte? Hä? Das Ding muss in den Sockel. Wann von Sockel? In die Keksdose da? Wo die Keksdose drin ist? Kunstvoller Stein? Ach! Als ob. Na Mensch. Aber da war doch eine Keksdose drin, deswegen war ich vielleicht ein bisschen verwirrt. Hallo, ich will kämpfen. Skill. Heilendes Licht. Oh, auch cool. Ah, Vollgas. Gegen die Viecher. Oh, dann triffst du gleich alle beide. 16 Erfahrungspunkte erhalten. Gegen die Viecher ist anscheinend Magie immer ziemlich gut. Habe ich schon verstanden. Okay, hier lang hüpfen. Ja, verstehe. Und jetzt hier wieder ein Sockel. Da ist wieder eine Keks. Achso, die Keksdose habe ich in der Tasche. Ich kann da einfach was reintun. Geh zurück. Lass mich erstmal gehen. Ich will erstmal das Ding aufmachen. Kunstvoller Stein gefunden. Oh, hallo. Kommt ihr plötzlich her? Okay, er kann jetzt nur angreifen, weil er MP laden muss. Verstehe. Aber sie sind ja jetzt drei hier. Also das mit dem Drücken beim Blocken kriege ich noch nicht so richtig hin. Okay, das bringt nicht so viel. Ich muss erstmal einen ausschalten. Ja, der ist weg. Der hat jetzt wieder 6 MP. Vielleicht kann ich mit dem mal die heilenden Winde ausprobieren. Den Boomerang kann ich zurückbouncen. Lass ich mal ausprobieren. So, Skills. Heilendes Licht. Auf. Sie hat es eigentlich viel schlimmer erwischt. Also er ist quasi eher ein bisschen der Heiler. Ich verstehe. Oh, da siehst du aber gleich jetzt hier. Puh. Sichelbogen. Vielleicht muss ich den nehmen. Trifft Gegner mit einem in einen Bogen. Oh, der trifft alle beide. Ah. Und was habe ich an Items? Tomaten-Sandwich. Hier, füttere dich mal. Lass dir schmecken.
Gut. Also man muss ein bisschen aufpassen. 24 Erfahrungspunkte erhalten. Jetzt bin ich aber trotzdem mal gespannt. Gibt es hier irgendwo ein Menü, wo ich Sachen anlegen und ablegen kann? Oder kriege ich das erst später? So, was wolltest du nochmal mit Fässern? Entschuldige. Ich gucke jetzt gleich nochmal wegen Fässern hier, wo was gesagt hat. Hier ist nichts. Die Fässer, falls du die gemeint hast, oder die hier. Da auch nichts. Menü ist Dreieck. Ah, da muss ich ja auch erstmal wissen. Okay, Ausrüstung. Dann haben wir noch das Übungsschwert. Okay, ihr kann dann drei Ringe. Oder einen Ring und Accessoire wahrscheinlich. Skills, Items, Reihenfolge. Gut, da gehen wir dann später nochmal durch. Gut, das erstmal zu wissen. Und warte mal, was ich noch wissen wollte, kann ich jetzt ein Tomatensandwich essen? Das ist mir wichtig zu wissen. Kann ich mich nämlich vor dem Kampf auch wieder vorbereiten. Sinnvoll. Die Musik im Hintergrund ist wirklich cool. Sie waren noch nicht mal auf der anderen Seite der verbotenen Höhle. Wie sollen sie das alles verstehen? Denkst du nicht, wir sollten wenigstens versuchen, es ihnen zu erklären? Du hast gesehen, wie stark sie sind. Wirt wird für sie ein Spaziergang. Dann verabschieden wir sie also. Ein Ponöpel. Was macht er? Ein Roboter. Ein Steinroboter. Prüfungsmodus aktiv. Macht euch bereit. Zugewiesene Schwäche physisch. Gilt das jetzt für ihn? Dass seine Schwäche physisch ist? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, oder? Ich habe jetzt auch wieder volle Lebenspunkte, obwohl ich sie nicht komplett geheilt hatte. Habe ich das Essen vorher sinnlos verwendet? Oder ist das jetzt nur, weil hier so ein Prüfungskampf ist, dass ich halt nochmal voll geheilt wurde vorher? Zugewiesene Schwäche Sonne. Okay, Schwäche Sonne, das heißt, mit ihr kann ich aber jetzt nicht viel machen. Aber er kann den Sonnenball machen. Okay, ich warte mal mit ihren Skill und halte ihre MP aufrecht. Oder den Sichelbogen vielleicht mal verwenden. Resistenz. Und gab es eine richtige Schalle? So, physisch. Verwundbar. Ist das jetzt ein Zustand, den ich drauf gemacht habe, dass er jetzt verwundbar ist? Blocken nicht vergessen. Stimmt! Mann, das ist so ungewohnt. Ihr habt früher ganz viel Final Fantasy und sowas gespielt. Und ich muss mich da erst dran gewöhnen, dass ich auch währenddessen noch Dinge machen muss. Das ist ganz neu für mich. Beim Angriff kriege ich es hin. Ah, Schwert, das war er. Das heißt, mit ihr kann ich jetzt am besten Skills verwenden. Drücke zum Ablenken. Aber wenn er wieder zurückkommt, ablenken wahrscheinlich, ne? Ah, das zählt auch als zwei Angriffe. Sehr geil. Combo. Sonnenwunderschlag. Da wundere ich mich. Der hat gesessen. 40 Erfahrungspunkte erhalten. Eine neue Stufe. Yay! Aber wer jetzt von beiden? Oder haben die alle immer dieselbe? Stufe 2. Also ich level quasi nur ihn. Okay, kann ich aussuchen? Ich habe einen Mana-Punkt plus kann ich machen? Moment mal kurz.
So, also ich kann einen Mana-Punkt plus machen. Ich kann drei physische Verteidigung. Das wäre für mich zu empfehlen, da ich zu blöd bin zu blocken. Zwei physischer Angriff. Das wäre eigentlich mein Ding. Und zwei Magieangriff. Der Magieangriff ist grundsätzlich eigentlich schon ziemlich stark. Aber da du oft physisch angreifen musst, um deine MP sowieso wieder hochzubauen, ich entscheide mich immer gerne für einen physischen Angriff. So, und siehe, drei Magieverteidigung, ein Mana, acht Lebenspunkte und zwei physische Angriff. Da finde ich acht Lebenspunkte eigentlich ganz gut. Da wir einen kleinen Tank mit dabei haben. So, meine Optimal-Kombo, die ich bei solchen Spielen mache. Ein Damage-Dealer, ein Heiler und ein Tank. Dann hast du so ein bisschen einer, der immer am Leben bleibt, einer, der alle am Leben hält und einer, der voll draufhaut. Glückwunsch, ihr wurdet gut ausgebildet. Kehrt nun zu eurem Direktor zurück.